Hallo und herzlich willkommen zurück zum Thema World Trade. Ein lieber Kunde von uns, der Thomas, hat sich ein Teilchen gekauft. Der ein oder andere hat davon vielleicht schon gehört. Da geht es um die Verstärkung, Veränderung des Schaltvorgangs durch einen Aufsatz an der Schaltwelle. Wir wollen uns gern mal von der technischen Seite dieser Lösung annähern und mal schauen, was das überhaupt bewirken kann. So, wir sind jetzt schon mal in die Region vorgerückt, um die es geht. Hier ist der Schalthebel. Hier greift dieses Schaltgestänge auf die Schaltwelle. Und wir haben hier jetzt schon mal eine Apparatur drangebracht, um das Spiel der Schaltwelle zu messen. Weil darum müsste es ja gehen, wenn das Bauteil einen Sinn macht, dass das Spiel der Schaltwelle irgendwie verringert wird oder kontrolliert wird. Wir kommen jetzt mit der Kamera mal ein bisschen näher und messen mal, wie groß ist denn das Spiel, wenn man die Schaltung betätigt. Also ich habe die Messuhr jetzt hier oben ziemlich gerade auf die Schaltwelle aufgelegt, damit wir jetzt mal das radiale Spiel hier messen können. Und wenn ich jetzt mal den Schalthebel hier hin und her bewege und quasi vor dem Schaltvorgang bin, sehen wir hier, haben wir ein Spiel in der Welle von, ja, das sind 1/1200, also 1,2 Zehntel. Das ist jetzt keine große Menge. Da bin ich mal gespannt, wie es aussieht, wenn wir das Teil dann gleich verbaut haben. Man muss auch dabei sagen, die Schaltwelle liegt, ist hier gelagert in einem Nadellager. Das heißt, wir brauchen da auch ein kleines bisschen Spiel. Ja, wir gucken mal, wenn wir dieses Teil montiert haben, ob wir dann weniger oder mehr oder anders irgendwas messen können. Das sind so die Teile, die dabei sind. Im Lieferumfang ist also recht simpel, das Bauteil selber. Das kleine Nadellager ist da schon reingebaut. Die zwei Schrauben zeigen wir euch gleich, wo die hinkommen. Und ein kleines Tütchen mit schönem blauem Fett. Als erstes oben an der Schaltwelle das Gestänge abschrauben, dann kann man das so runterziehen. Und dann von dem linken Gehäusedeckel die zwei oberen Schrauben lösen. Und die werden ausgetauscht durch die etwas längeren, die mitgeliefert sind. Bei der World Trade ist dieser Kunststoffbügel ein bisschen im Weg, aber hast du den gelöst, oder? Ja, den habe ich abgebaut, damit ich hier, der Halter musste hier weg, damit ich die Messuhr schöner ansetzen kann. Ah, verstehe. Aber mit der Knarre hier ohne Verlängerung sollte man da auch sehr gut drankommen. Also das sollte kein Problem sein. Jetzt kriegt das Teil sein Fett weg. Kurz nach Weihnachten darf man eigentlich keine Fettwitze machen, ne? Ist das wie mit Spekulatius, viel hilft viel oder eher? Ja, also ich glaube, alles, was in der Tüte da ist, brauchen wir nicht. Als guter Kollege habe ich dir einen Lappen besorgt. Ach, wie lieb von mir. Vielen Dank. So. Also bei der gewollten Wirkung dieses Teils wäre es jetzt wichtig, dass das sehr präzise gearbeitet ist, dass es nicht bei der Montage schon die Schaltwelle in irgendeine Richtung zieht. Wie hat es sich angefühlt beim Aufstecken? Also eigentlich ganz gut. Man sieht aber jetzt hier schon, hier ist auf jeden Fall Spiel in dem Lager, was ja auch sein muss, ne? Weil ganz ohne Spiel funktioniert sowas einfach nicht. Aber die Passform sieht so sehr gut aus. Machen wir jetzt mal unsere anderen Schrauben da rein. Schauen, dass wir hier oben nichts verkanten. Das heißt erstmal nur ansetzen und dann so abwechselnd anziehen. Ja, und hier oben immer mal so ein bisschen wackeln, damit wir wirklich sicher sind, dass da sich nichts verkanten kann. Wie viele Newton kriegen die? Die kriegen 12.
Wodele. Hier natürlich schauen, ob wir das Ganze wieder auf die Markierung stellen, wie es vorher war. Jetzt brauche ich noch die Schraube, die da drin war, die ich gerade verbummelt habe. Hier ist sie. Dann bauen wir mal die Messuhr wieder an und schauen mal, ob wir irgendwas messen können. Messuhr hängt wieder. Wir schauen jetzt mal, wie sich das Spiel messbar verändert hat durch Montage des Teils. Da sind wir hier bei ziemlich genau einem Zehntel, also 10/100. Das ist ein bisschen weniger. Genau, ein bisschen weniger. Wie sehr sich das bemerkbar macht, das sehen wir natürlich dann gleich im Praxistest. Genau. Wir holen ihn mal von der Bühne und der Thomas dreht mal eine Runde und dann schauen wir mal, was er sagt. Was ist dein Eindruck? Besser, wenn überhaupt, minimal beim Runterschalten. Beim Runterschalten. Ja. Es fühlt sich, jetzt mit meinem Schnäppchen hier, fühlt es sich etwas exakter an. Bin halt viel auch MT-07 gefahren und XSR. Mag auch an der Umlenkung liegen. Ne? Also im Fahrbetrieb jetzt, also beim Gänge hoch- und runterschalten, habe ich jetzt nicht wirklich was gemerkt. Aber wenn ich mit dem Fahrzeug jetzt beispielsweise an der Ampel fahre und habe noch einen dritten Gang drin und schalte wirklich mal so kurz bevor ich stehe runter, dann hat man vielleicht so ein bisschen das Gefühl, dass es etwas weicher sein könnte. Ja, okay. So, kommen wir mal zu einem kleinen Fazit von diesem Schaltwellenunterstützungsteil. Der Thomas, der Besitzer, ist die Probe gefahren. Er hat nichts gespürt, aber es war jetzt auch kein wirklicher Unterschied für ihn zu merken. Der ist aber jetzt schon wieder los auf der Piste, weil der auf dem Weg nach Marokko ist. Irgendwie ist das der Trend gerade der Szene, keine Ahnung, oder war es schon immer und ich habe es verpennt. Technisch, messtechnisch konnten wir es zumindest nicht nachvollziehen. Also das Spiel wurde beeinflusst, aber war schon vorher so minimal 1, was war das? Ja, 1/13, also 1,13. 1,13 war es ohne das Teil und mit dem Teil 2/100 weniger. Das kann aber einen großen Unterschied nicht machen, weil die Schaltwelle einfach auch nicht lose im Raum rumschwirrt und dann nicht wirklich ordentlich geführt ist. Da soll sich jeder selber ein Bild zu machen. Warum das Teil in der Szene so diskutiert wurde, hat, glaube ich, einen anderen Grund. Manche sind nicht so glücklich mit der Schaltung an ihrer Tenere. Bei der MT-07 wird das weniger berichtet, ist ja im Grunde derselbe Motor, aber das Schaltgestänge ist natürlich etwas anders. Da haben wir uns mal Gedanken gemacht, woran könnte das liegen, dass die Schaltung nicht so ruhig läuft, wie das manche Nutzer erwarten. Wir haben da verschiedene Punkte im Auge. Wir holen die Kamera mal ran und zeigen sie euch im Detail. Der erste Punkt, den wir auf jeden Fall loswerden wollen, das Motorrad muss erst richtig eingefahren werden, über die ersten 1000 Kilometer. Anders als im Auto ist es hier kein synchronisiertes Getriebe, sondern ein unsynchronisiertes Klauengetriebe. Das muss sich erst so ein bisschen aufeinander einspielen. Da bringt es auch nichts, wenn ihr die ersten 1000 Kilometer an einem Wochenende auf der Autobahn geradeaus in die eine und in die andere Richtung abreißt und dann schnell die Einfahrphase sozusagen formal abgearbeitet habt, sondern es ist wirklich wichtig, dass ihr in der Einfahrphase viele Schaltvorgänge habt, viele verschiedene Drehzahlen, viele Last- und Last-Wegnehmen-Situationen habt, damit das Ganze sauber ineinander arbeitet. Und dann nach dem ersten Ölwechsel nach 1000 Kilometern, so ist es gedacht. Das ist so der erste Punkt. Der nächste Punkt, den wir uns gedacht haben, was gerne sein kann, wenn das Motorrad schon etwas benutzter ist. Wenn zum Beispiel hier unten die Umlenkungen nicht mehr sauber gefettet sind, viel Schmutzanhaftung sind, dass das alles nicht mehr so harmonisch funktioniert. Das könnt ihr natürlich relativ leicht einfach begucken bei eurem Motorrad.
und auch in den Griff kriegen. Der dritte Punkt, den wir im Blick haben, wenn die Kette viel zu stramm gespannt ist, dann übt sie hier auf dem Getriebe Ausgang und Druck aus. Das beeinflusst das Getriebe und dessen Schaltbarkeit natürlich auch. Also da aufpassen, das ist ja auch eine heilige Kuh, das Thema, wie lang oder wenig lang muss, darf der Kettendurchhang sein oder nicht. Haben wir schon verschiedene Videos zu gemacht, an denen ihr euch orientieren könnt. Wir bleiben bei unserer Haltung lieber ein bisschen zu viel Durchhang, zu viel Spiel als zu stramm. Ein weiterer Punkt, der mir aufgefallen ist, während meiner Italienrunde mit der grünen Tenere noch letzten September, da hatte ich einen schweren Enduro-Stiefel an und wenn ich dann zügig hoch beschleunigen wollte und so die Gänge durchgeschaltet habe und den Fuß hier nicht rausgenommen habe, dann hatte ich den Ganghebel nicht richtig entlastet. Und dann nimmt er den nächsten Gang nicht an, sondern man musste immer den Fuß so ein bisschen rausdrehen, dass der Hebel wirklich unten war, damit man in den nächsten Gang schalten konnte. Da habe ich auch erst gezuckt und gedacht, na, was ist jetzt los, bis ich das gemerkt habe, dass ich den unbemerkt, also ich dachte, der ist komplett entlastet, dass ich den unbemerkt hier ein bisschen unter Spannung gehalten habe. Das ist aber eine Einstellungssache. Das kann man einstellen, das zeigen wir euch jetzt. Ich habe auch extra den Enduro-Stiefel dabei, damit man das perfekt sehen kann. Stellt das bitte nicht hier oben ein, indem ihr das, wie eben gezeigt, hier löst und anders aufsetzt, sondern das macht man hier, weil sonst kommen wir hier mit diesem Schaltweg, wenn wir den Schaltweg zu stark verkürzen, indem wir das anders aufsetzen, wieder in eine neue Schaltproblematik. Das macht es dann auch nicht einfacher. Ich ziehe mir mal den Enduro-Stiefel an, wir holen die mal von der Bühne, dass ich da nicht runterplumpse, wenn ich drauf sitze. Und dann zeigt der Nils mal, wie man das sauber einstellt. So, jetzt seht ihr auch die Problematik, wenn ich hier mit einem dicken Stiefel, ich habe schon geschaltet, sitze und hier hochschalte, dann entlaste ich den nicht immer wieder komplett, sondern ich muss den Fuß wirklich rausdrehen zur Seite und dann erst den nächsten Schaltvorgang einleiten. Also wir versuchen jetzt mal, das ein bisschen zu optimieren, indem wir an dem Gestänge das verstellen. Um das Schaltgestänge einstellen zu können, haben wir hier zwei Kontermuttern, einmal oben, einmal unten. Die müssen wir dann jeweils lösen. Hier oben ist das normale Rechtsgewinde und unten ist das Linksgewinde, logischerweise. Weil sonst könnten wir ja auch das Gestänge nicht vernünftig verdrehen. Wenn ich jetzt hier mal drehe, kann man schon sehen, wie sich der Schalthebel dann in die jeweilige Position verändert. Ohne, dass sich oben der Winkel an der Schaltwelle genau. ändert. Genau, oben ändert sich halt jetzt nichts. Ne? Das ist wichtig, genau. Aber ich könnte mir vorstellen, so ist es schon besser. Man spürt das halt in den dicken Stiefeln nicht so, ob man da schon auf der, ja, so sieht's gut aus. Der Schaltung dran ist oder nicht. Aber vielleicht lassen wir es so mal. Wenn ich jetzt demnächst hier meine World Rate anfange einzufahren, dann werde ich euch berichten und dann werden wir da auch unter Umständen noch mal feintunen. Ein letzter Punkt vielleicht noch, dass zu zaghaftes Schalten für ein solches unsynchronisiertes Klauengetriebe auch nicht gut ist, sondern man muss schon einen kräftigen, deutlichen Schaltdruck geben. Ein langsames und zu zaghaftes Schalten, da findet man Leerläufe, wo eigentlich gar keine sind und rutscht immer mal wieder gerne zwischen die Gänge. Das ist auch nicht optimal. Kommen wir jetzt mal zum Fazit vom Fazit. Dieses Teil, es ist jetzt hier nicht verbaut, sondern an dem Motorrad von Thomas, der wie erwähnt schon unterwegs ist. Wir können das Teil technisch nicht genau nachvollziehen, aber wir können auch nicht ausschließen, dass es eine positive Wirkung hat. Insofern muss es jeder für sich selber entscheiden. Wir wollen es auch keinem vermiesen. Ich wäre der Letzte, der sagt, bau dir kein unnützes Zeug an deinem Motorrad. Ich mache das fast jeden Tag und habe meine Freude dran. Aber gut, in diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, drückt auf ein Like, abonniert diesen Kanal und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Bis bald, ciao.